Heute mache ich 6 virale Basti-GRG-TikToks nach und teste, ob ich diese genauso hinbekomme oder ob der Fakt stimmt. Und ich bin nicht eingespielt, ich bin ein bisschen müde und ich bin auch ein bisschen... Was? Freunde, ihr guckt nicht irgendeinem Minecraft-Streamer zu, sondern dem Minecraft-Streamer und YouTuber. Yeah. Okay, zuerst der höchstmögliche Water-MLG. Wie ihr sehen könnt, ich kann keinen Block mehr platzieren. Also springen wir mal runter. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, ich habe diesen MLG schon mal geschafft in einem Short von mir. Und da beim First Try. Oha. Ja, schon wieder First Try. Oh. Und ja, like gerne das Video. Ich habe mir oben den Spawn Point gesetzt und habe sogar Wassereimer hier drin gehabt, falls ich faile. Aber First Try. GG. Das nächste ist schon wieder ein Water-MLG, aber diesmal ein F5. Also probiere ich mal, ob ich das hinbekomme. Weiß nicht. Ja, das ist nicht wirklich schwer. Ich mache jetzt aber auch aus so einer Perspektive einmal. Okay, das wird schon schwieriger. Es ist tricky, weil man nicht wirklich was sieht. Ah, knapp. So, come on. Nein. Jetzt aber und... Ja. Oh, es hat geklappt. Es hat geklappt, weil ich kurz geguckt habe. Let's go. Kommen wir zum nächsten Video. Also, einmal eins Loch. Die kriegt man jetzt hier rein, ja? Okay, krass. Ich wusste das nicht. Ich fand das relativ interessant, weil ich mich gefragt habe, ob das wirklich klappt. Also fact-checken wir das jetzt mal, ob man die Pilzkühe da reinbekommt. Okay, die Kuh will nicht. So, jetzt vielleicht an der Leine. Passt die Kuh da jetzt rein oder nicht? Die passt nicht in eine 1x1. Oh, doch! Die Kuh passt doch in eine 1x1 rein. Was? Geht das auch mit normalen Kühen oder geht das nur mit Pilzkühen? Ich spawne jetzt mal eine normale Kuh und gucke, ob die auch in ein 1x1 reinkommt oder ob das irgendwie ein Problem ist bei den Pilzkühen. Ja, komm, voll rein. Okay, es können auch normale Kühe in ein 1x1 rein. Wahrscheinlich wusste den Fakt jeder außer ich, oder? Hey, Leute, ich mache das hauptberuflich. Okay, ein Boot-MLG im Laufen wird schwierig. Ich denke nicht, dass ich das First Try hinbekomme. Nein, ich bekomme es nicht First Try hin. Zweiter Versuch. Wieso kann ich das nicht placen? Okay, ich kann es placen. Es ist nur irgendwie schwierig. Okay, dritter Versuch. Diesmal wird's. Ah, come on. Let's go. Zählt das? Ich bin aufgekommen, oder? Ich muss kurz testen, ob ich Fallschaden bekomme, wenn ich da hinspringe. Ich springe da mal hin ohne Boot. Ja, okay, ich hab's geschafft. Let's go, Leute. Das ging relativ easy. Ich glaube, das war der 5. Versuch. By the way, ne, diese Zahl hier in F3 zeigt dir an, wie hoch du dich noch hochbauen musst. Also ich bin jetzt gerade auf Höhe 76 und ich weiß jetzt dadurch, 126 bin ich an der Oberfläche. Okay, diesen Fakt fand ich wirklich interessant. Dann drück mir mal F3. Also ich befinde mich jetzt auf Block 60 und angeblich soll Block 69 dann der höchste Block sein. Okay, bauen wir uns mal hoch. 64, 65, 66, 67, 68... 69. Okay, also dieser Fakt stimmt, Leute. Mach slash kill at e. Wurdest du gerade getrollt? Mit diesem Command soll man sich angeblich self-deleten können. Also probieren wir das mal aus. Wir geben das dafür ein. At e type gleich Ausrufezeichen Armor Stand. Jetzt wieder diese kleine Klammer und Enter. Und ja, es klappt. Dieser Command ist nicht unbedingt brauchbar, aber ihr könnt damit Leute trollen. Und sogar BastiGRG ist drauf reingefallen. Also eure Freunde wahrscheinlich auch. Wenn ihr jetzt einen eigenen Minecraft-Server aufmachen wollt, dann macht das über den Link in der Beschreibung. Da könnt ihr über Terminal Hosting ab nur einem Euro euren eigenen Minecraft-Server mieten. Und wenn ihr den Code HANINK15 benutzt, bekommt ihr auch noch 15% Rabatt. Also bezahlt ihr noch 85 Cent für einen Minecraft-Server. Das war es jetzt mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer HANINK und ciao.